Kennst du das? Die verpassten Gelegenheiten, die vermasselten Chancen, die uns nach unten ziehen? Man könnte, man sollte all diese Gedanken hinterlassen, in uns das Gefühl, unser Leben mit Nebensächlichkeiten zu füllen und das Wichtige nicht zu tun. Wie oft hören wir uns sagen, ich sollte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, ich sollte mehr Zeit mit meiner Frau verbringen, ich sollte nicht so viel am Computer sitzen, ich sollte mal wieder meine Eltern anrufen, ich sollte mal wieder in der Bibel lesen, ich sollte mal wieder beten. Eigentlich wissen wir sehr genau, was zu tun wäre. Unser Gewissen meldet sich, wenn wir den Willen Gottes missachten. Oft spricht der Geist Gottes in einer inneren Stimme zu uns, damit wir das Gute tun können. Und dann? Warum bleiben wir so oft beim Hören oder Wissen stehen? Ist es unsere Bequemlichkeit? Ist es unser zu volles Programm? Ist es die falsche Prioritätensetzung? Egal, was deine Antwort ist, es ist nicht zu spät. Lass dich von Jesus inspirieren. Er sagte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat. Mit anderen Worten gesagt, ich tue, was Gott mir sagt und es gibt meinem Leben Kraft. Wir sind die Profiteure, wenn wir zu Tätern werden. Mit jedem Wort von Jesus, das in deinem Leben zur Tat wird, gewinnt dein Leben an Stabilität. Dein Mut nimmt zu. Deine Persönlichkeit wird gestärkt. Ich will dich ermutigen. Nimm die nächsten Tage ein, zwei deiner Ich-sollte-Sätze und mach daraus einen Ich-mach's-Satz. Und erlebe und sei fasziniert, was Gott durch deine Tat wirken kann. Sei gesegnet.